Eieieiei, Leute, da ist der letzte Part doch glatt schon wieder 43 Minuten lang geworden. Ich kann es einfach nicht fassen, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe nämlich nicht nur das letzte Oblivion-Tor geschlossen, was halt noch wichtig war in der Quest für die Verbündeten für Bromar. Nein, ich habe sogar noch den Sohn des Grafen Indaris gerettet, nämlich Favil Indaris. Der ist Mitglied bei den Rittern des Dornenordens und da ich ihn lebendig dort rausgebracht habe, bin ich jetzt selbst ein Ehrenmitglied geworden und ich bin deswegen wieder in meiner Villa Flugfels, weil ich schon wieder ein Level-Up machen kann. Ne? Aufstieg zur nächsten Stufe ist wieder bei 100%. Also, legen wir uns mal hin. Also, naja gut, machen wir mal so 11 Stündchen ungefähr so. Dass dann wieder Tag ist, sich unser Held mal richtig schön ausschlafen kann und trotzdem früh aufstehen muss. Ihr seid aufgestiegen zur Stufe 33. Wenn ihr eine folgsame Anstrengung müden genießt, sieht es für andere immer so aus, als hätte man nur Glück gehabt. Aber wisst ihr, dass ihr euch jedes Stückchen eures Erfolgs selbst verdient habt? Na genau so. Und ich erhöhe genau die Attribute wieder, wo eh so ein schöner Bonus noch dabei ist. Also Stärke plus 2, Intelligenz plus 3 und Konstitution plus 3. Jetzt habe ich Konstitution auf 100. Das ist auch nicht schlecht, ne? Sehr schön. So, und fürs nächste Mal bin ich auch schon wieder auf 40%. Schwertkampf wird auch sehr bald gesteigert werden. Da bin ich auch schon sehr nahe dran, ein Meister des Schwertkampfes zu werden. Da sollte ich mich dann auch irgendwann mal bald nach einem Meistertrainer umschauen. So, machen wir hier wieder schön Tür zu. Und dann habe ich übrigens noch etwas gemacht. Und zwar habe ich hier mal ein bisschen für Ordnung gesorgt bei meiner Villa Flugfels. Ich habe nämlich schon so dermaßen viel Zeugs angesammelt, dass ich schon Probleme gekriegt habe, weil ich alles in dieser einen einzigen Truhe hier verstaut habe. Und da habe ich dann irgendwie das Gefühl gekriegt, dass alles, was dann zu viel ist, dann einfach nicht mehr da drin gespeichert bleibt. Und deswegen habe ich jetzt mal meine Beute aufgeteilt. In dieser Truhe sind jetzt eigentlich nur noch mehr magische Waffen drinnen. Ja, also alle Bögen und Schwerter und Kriegsäxte und Dolche und was weiß ich. Also eigentlich alles halt, wie gesagt, was irgendwie verzaubert ist. Pfeile, Zauberstäbe, ist alles hier drin. Dann in dieser Truhe hier drüben sind gewöhnliche Waffen. Die könnte ich theoretisch sogar verkaufen, aber hier uraltes Archivierkatan und so, sammle ich einfach mal so. Hier direkt daneben sind die ganzen diversen Sachen, also so Bücher, Zauberspruchrollen und Notizen und all sowas, das ist alles da drinnen. Ebenso einige Schlüssel, die ich doppelt oder mehrfach habe, ein paar Siegelsteine und Seelensteine, was halt für mich alles einfach unnötig oder viel zu viel geworden ist, wie ihr hier sehen könnt, das ist alles hier drinnen. Ich habe sogar noch drei Welkensteine vor Ort hier, diese ganzen überwältigen Siegelsteine habe ich hier drin gesammelt. Ihr seht, ich habe schon 27 Bärenpelze, 9 Goldnuggets, 40 Greifzirkel, wie gesagt, das ist wichtig für Shivering Isles. Herz eines Agones, das habe ich halt alles hier noch so drinnen, 15 Löwenpelze, 39 Wolfsfelle, 32 Zank, das Ganze. Das ist in der Truhe und hier im Schrank, was kann da wohl drin sein? Richtig, meine ganze Kleidung, ganzen Rüstungen und Gewänder und Schilde, alles was halt zum Schutzdienst, Stiefel, Schilde, Helme, Handschuhe, ist alles hier drinnen, sowohl verzaubert als auch nicht verzaubert und in der Truhe hier an der Treppe, da habe ich meine ganzen Alchemie-Sachen drinnen, also Tränke und Gifte, was halt hier noch schön auf Vorrat gelagert wird, beziehungsweise natürlich auch Alchemiezutaten. Ich meine, seht mal bitte, ich habe hier zum Beispiel 20 Tetraherzen oder 15 Klammernklauen, 20 Brotleibe, ziemlich viel Ektoplasma, wie ihr sehen könnt, schon 46 Portionen Ektoplasma, das ist richtig krass, 20 Karotten, 34 Portionen Knochenmehl, 12 Käseräder und hier 49 Maisrollen, also Maiskolben, auch ganz schön heftig, oder 17 Ogerzähne, da kann ich mir eine richtige Kette draus basteln oder was weiß ich, 33 Portionen Trollfett und so weiter und so fort, 14 Stück Wildbret und eine Spitzhacke. Gut, die war da vorhin schon drin, naja. Nur damit ihr da mal seht, dass ich hier doch ein bisschen auf Ordnung aus bin, hier immer noch sehr schön mein Belohnungsgemälde, das bleibt hier schön stehen. Okay, so, das sollte mal genügen, einfach mal ein bisschen Abwechslung, Einleitung hier. Und nun geht es wieder weiter.
Alter. So. Und zwar brauche ich ja als dritten Gegenstand für das Ritual des Mysterium Xaxes einen großen Welkenstein. So, hier bei den abgeschlossenen Missionen ist es Verbündete für Bromar, weil ich, wie gesagt, jetzt jeder Stadt geholfen habe, indem ich die Oblivion-Tore geschlossen habe und gleichzeitig eben Verbündete für Bromar versprochen bekommen habe. Also es werden sich jetzt immer mehr Soldaten in Bromar einfinden. Und hier der eigensinnige Ritter, das war diese Quest in der Quest, die noch mit dem Chardinal-Tor zu tun hatte. Und ich wurde eben hier, ne, ich habe mit Grafin Daras gesprochen. Er war erfreut über die Schließung des Oblivion-Tores vor der Stadt und außer sich vor Freude, seinen Sohn leben zu wissen. Zur Belohnung meiner Taten gab er mir ein edles Schwert namens Dornenklinge. Genau, ich habe eine tolle Belohnung vom Grafen bekommen. Die Dornenklinge, kann ich gerne nochmal zeigen. Ne, sieht so aus. Ist ein richtig schön verziertes Langschwert. Was eben wirklich ein bisschen dornenmäßig aussieht an der Klinge, deswegen heißt sie auch Dornenklinge. Hat einen auch relativ hohen Angriffswert und ist zudem mit einem richtig tollen Effekt verzaubert, nämlich Rüstung auflösen, 120 Punkte auf Treffer. Also Rüstung auflösen sollte klar sein, wenn ich mit einem Schlag einen Gegner, der eine Rüstung trägt, treffe, dann verliert natürlich die Rüstung eben diese, bei den Herzen, diese Lebensenergie, diesen Zustand, der wird halt dadurch verschlechtert und wenn das dann mal bei Null angelangt ist, ist die Rüstung kaputt, nicht mehr zu gebrauchen, bietet keinen Schutz mehr. Das ist sehr, sehr hilfreich gegen Gegner, die halt eine Rüstung tragen. Habe ich jetzt auch noch mitgenommen, ansonsten habe ich hier halt noch Magierstab des Schocks aus der geheimen Universität und einen starken Stab des Feuers habe ich mal irgendwo gefunden gehabt, weiß jetzt nicht mehr ganz genau wo. Den Rettungsfeld, wie gesagt, den werde ich nicht mehr los, weil das ein Questgegenstand ist, aber der wiegt ja eh null. So, gut. Das heißt, ich kann theoretisch die Dornklinge einmal so verwenden, obwohl da, wo ich jetzt hin will, gibt es eigentlich eh keine Gegner mit Rüstungen, also bleibe ich vorerst noch beim goldenen Eiland-Schwert. So, also hier laufende Missionen Miskakant. Da muss ich halt, wie gesagt, einen großen Welkenstein beschaffen und dann zum Wolkenherrscher-Tempel bringen. Und Miskakant befindet sich ja, wie gesagt, hier drüben. Zwischen Quatsch und Skingrad in der Nähe vom Rasaffa-Lager oder der Feuerscheinhöhle oder der Sandsteinhöhle oder dem Shedkam-Hof. Je nachdem. Gut, also, auf nach Miskakant! Der Name ist einfach awesome. So, jetzt ist es schön Tag geworden, jawohl. Ich habe nur das ungute Gefühl, hier werden, glaube ich, draußen ein paar Goblins sein. Genau, da habe ich auch schon einen gesehen. So, zack und tot. Und Schwertkampffertigkeit verbessert, dann war ich auch schon fast soweit. So, Bitterfisch-Goblin, in dem Fall, weil ich schon so hoch gelevelt bin, sind das Bitterfisch-Goblins. Hässlich sind sie trotzdem. So, was haben wir denn hier Feines drinnen? 75 Goldmünzen und ein paar Schuppen? Na gut. So, mein Gott, Schattenstute, bitte! Warum musst du eigentlich immer weglaufen? Ich verstehe das nicht. Ich meine, sie gehört doch mir. Ich bin ihr Besitzer. Also sie braucht sich hier nicht immer wieder verdrücken. Man kann das Pferd halt leider nirgendwo festbinden. Nein, das geht nicht. Man kann es gerade mal in ein Gatter einsperren, dass es nicht davonläuft. Aber sonst geht das halt nicht. So, hier ein bisschen Lauch. So. Hier drin, Giftheilungstank und ein starker Heiltrank. So, könnte nicht warten, wenn sich Feinde in der Nähe aufhalten. Da werden hier noch mehr Goblins draußen sein. Nehme ich jetzt mal an. Die möchte ich eigentlich lieber erstmal beseitigen, weil die stören mich. Die stören mich. Aber ihr müsst schon zugeben, also die Ruinen von Miskakant sind wirklich sehr schön. Also vor allem hier, einer meiner persönlichen Favoriten ist hier diese schöne Vogelstatue. Die sieht richtig geil aus. Also das ist irgendein Ritter oder so, oder ein Eileidenkrieger, was man sieht. Und darüber eben ein Vogel, der seine schönen Flügel ausgebreitet hat. Also von Bauwerkskunst haben die Eileiden wirklich was verstanden. Muss man ihnen lassen, auch wenn sie halt doch schon leider lange, lange ausgestorben sind. So, und irgendwo ist jetzt hier was aufgetaucht und hier liegt sogar noch ein toter Schlachtfisch in einem Fass. Auch nicht schlecht. So, na, wo? Wo ist er denn? Wo? Hier hinten vielleicht irgendwo? Goblin! Komm raus, wo immer du bist. Auch wenn du hässlich bist. Okay. Verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Jetzt hat es wieder aufgehört.
Was soll denn das? Naja, macht nichts. Wenn sie nicht wollen, dann haben sie Pech gehabt. So, hier oben ist eh gleich der Eingang nach Miskakant. Hoffentlich finde ich auch wirklich einen großen Welkenstein. Nicht, dass das alles nur Aberglaube ist oder irgendwelche Gerüchte oder Geschichten. Aber es heißt ja, dass Miskakant die einzige Island-Ruine ist, in der es noch einen großen Welkenstein geben soll. Die anderen wurden ja alle geplündert. So, jetzt aber. Jetzt muss hier doch mal irgendwo so ein blöder Drecksgoblin sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Höp. So, wo steckst du? Wo könnte der jetzt sein? Ha? Hier unten irgendwo? Da hinten? Das ist das Einzige wirklich, was ich an dem Spiel ein bisschen blöd finde. Dass ich die Gegner einfach nicht sehe. Da ist er doch! So, hier stirbt. Unfassbar. Schleicht sich einfach Feige von hinten an. Ich glaube, es hackt. So, und was hat er als Bewaffnung? Einen eisernen Dolch. Peinlich. Und viel zu schwach. So, was haben wir denn hier? Ist eine Truhe versteckt. Sehr schön. Boah, geil. Was habe ich denn hier gerade gefunden? Einen makellosen Topas. 625 Goldmünzen. Ein starkes Trennungsgift. Und das Amulett der Absorption. Zauberabsorption 17 Punkte auf sich selbst. Na, richtig geil. Na gut, das ist hier wieder so eine besondere Truhe. Also ihr habt ja gesehen, es gibt viele verschiedene Arten von Schatztruhen in dem Spiel. Und diese hier sind allgemein hin als Boss-Truhen bekannt. Obwohl die hier jetzt so nichts was damit zu tun hat. Aber da sind meistens wertvollere Sachen drin als in den anderen Truhen, die nicht so aussehen. Und da habt ihr gerade gesehen, aber richtig viel Gold drin. Und ja, so, jetzt geht's aber wirklich ab nach Miskakant, Baby. So, Federzauber. Lichtzauber und Illusionfertigkeit verbessert, auch ganz nett. So. Okay. Ich habe die Ruinen von Miskakant betreten. Nun muss ich ihren großen Welkenstein finden. Ja, und ich kann gleich mal dazu sagen, Miskakant werde ich jetzt sicher nicht in dem einen Part komplett durchqueren können, weil Miskakant ist nämlich sehr, sehr groß, besteht aus drei Abschnitten und die sind für sich schon relativ groß und weitläufig, also da werde ich auf jeden Fall noch einen weiteren Part brauchen und hier ist schon alles voller Blut. Ein rostiger Eisenstreitkolben, okay. Noch mehr Blut. Ein rostiges Eisenkurzschwert und... Oh mein Gott, ja, Goblin! Goblin kommt, Bitterfisch-Goblin, du stinkst! So. Aha, 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 okay, gut. Hat ein bisschen was dabei, ist aber, wie gesagt, ziemlich hässlich. So, gut, Goblins sind hier unten natürlich nicht meine einzigen Gegner. Größtenteils bekomme ich es hier mit Skeletten, aber auch mit Zombies zu tun, ja, mit ekligen Stinke-Zombies. So, der Goblin war schon vorher tot. Vielleicht ist er ja ganz blöd in die Treppe runtergefallen und hat sich den Kopf aufgeschlagen. Es ist alles möglich, diese Goblins sind eh so strohdoof. So. Schauen wir mal hier weiter. So, links oder rechts, links oder rechts. Links ist ein Tor. Wow, hey, wer war... Aha, du! Ein Skelettwächter, ein Skeletthält mit Bogen, ha? Was hast du denn vor? Hey, nee, das ist sogar ein Skelettmeister. Holy shit! Hörst du auf? Na? Hey! Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Hey! Hör auf mit dem Schwachsinn, du blöder Knochenhaufen, du olle Knochenfratze, du. So, von da hinten ist doch sicher auch noch ein... Aha, hier haben wir so ein Tor, was noch versperrt ist. Oh mein Gott, da ist schon ein Zombie. Zombie-Wächter, aha. Du willst ein Wächter sein? Du bist doch verkrüppelt, hast doch nur mal einen Arm. Das tut mir ein bisschen leid für dich. Tja, trotzdem bist du echt hässlich. Also, Zombies sind einfach nur eklig. So. Und aus Beute kriegt man totes Fleisch. Igitt. Igitt, igitt, igitt. So, ich gehe lieber erstmal da drüben hin. Will erstmal wissen, was hier ist. So, hier geht's wieder runter. Noch mehr Zombies. Kopfloser Zombie. Wie könnt ihr mich überhaupt noch sehen? Die haben doch gar keinen Kopf. Und hier ein normaler Zombie, der schon so derbe verfault ist, dass er stinkt. So, hau ab, du stinkst. So, noch jemand? Hier vorne vielleicht?
Oh, was haben wir denn da für eines? Welkenstein. Aber wie gesagt, ich brauche ja einen großen Welkenstein für unseren lieben Freund Martin. Ein kleiner nützt ja nichts und die gibt es ja eh zuhauf. So, was liegt hier? Ein toter Bitterfisch-Goblin-Schamane? Okay. Tja. Gut, hier unten ist aber sonst nichts weiter. Dann gehen wir doch wieder zurück. So, wartet mal. Ich habe doch sogar noch so einen Lichttrank, glaube ich, dabei. Oder habe ich mir sogar selber welche gebraut, glaube ich. Hier. Lichttrank stark. 40 Fuß, 180 Sekunden. Prösterchen. So. Es ist eigentlich besser, als wenn man eine Fackel hält, weil sonst braucht man ja eine Hand für die Fackel und kann man dann kein Schild mehr halten. Das ist blöd. So, gut, dann springe ich halt hier runter. So, Angriff! Attacke! Mache ich euch alle fertig, oder was? Hä? Ja, zack! So, Skelettmeister voll mit so einem Silberclaymore. Ey, was bilden die sich ein? So. Oh. Na, noch mehr Zombies. Ja, so. Bitte Fischgoblin Berserker, down. Was hat der dabei? Okay, und aha, von hinten! Goblin Schamane! Noch alle keine Chance mehr hier. So, da sind noch mehr. Ey, das ist auch geil, die fetzen sich ja selber. So, warte, ich helfe dir. So, und jetzt darfst du auch sterben, genau. Das finde ich auch nicht schlecht, die hauen sich selber gegenseitig kaputt. Habe ich nichts dagegen, im Gegenteil. So, hier wenigstens schön Welkensteine. Wie gesagt, anfangs, wenn man das Spiel ganz frisch beginnt, dann ist es sicher lohnenswert, die Welkensteine zu verkaufen, weil sie relativ viel Gold wert sind. Aber sonst, so wie ich jetzt, habe das ehrlich gesagt nicht mehr nötig. Ich hebe mir die immer gerne auf, weil sie ja meine Magie vollständig regenerieren. Und das schafft der beste Hexereitrank nicht sofort auf einen Schlag. So, was haben wir da? Geschwindigkeitsrestaurationsrang stark, okay, und hier drin 68 Gold und noch ein Goldnugget, sehr schön. Wunderbar. Und übrigens, was ich auch noch dazu sagen möchte, weil ja, wie gesagt, weil ich immer wieder gefragt worden bin, wie lange dieses Let's Play noch gehen wird und ich immer wieder das gleiche antworten werde, ich weiß nicht, wie lange es dauert. So, warte mal, hier haben wir eine schwer verschlossene Truhe, so, zack, so. Ah, schon wieder so viel Gold, 697 Gold. Naja, ich habe ja auch schon einen hohen Level, da findet man etwas mehr Gold als üblich. Also, was ich sagen wollte, ich habe mir das so überlegt, dass ich das Grundspiel und das erste Add-on Knights of the Nine in einem großen Let's Play quasi abhandeln werde, ja? Also, wenn ich dann die Hauptstory durch habe, dann mache ich weiter mit Knights of the Nine. Da ist ja schon anfangs zu Beginn des Spiels ein Vorfall in der Kapelle von Dibella bekannt geworden, wonach ja dort alle Priester und Priesterinnen umgebracht worden sind. Aber da kümmere ich mich, wie gesagt, erst darum, wenn die Hauptstory vorbei ist. Und dann gibt es ja noch das zweite Add-on namens Shivering Isles. Und da habe ich mir eben Folgendes überlegt. Man kann auf YouTube sowieso nur maximal 200 Videos in eine Playlist packen. Und falls ich das schaffe, dann werde ich das so machen, wenn ich sowohl das Grundspiel als auch Knights of the Nine komplett durch habe, werde ich quasi bei Shivering Isles komplett von vorne beginnen. Also natürlich jetzt nicht das Spiel, aber die Partzahl, ja. Das heißt, ich fange dann wieder an mit Part Nummer 1 bei Shivering Isles, nenne das Ganze dann auch so. Also ich nenne das Ganze dann Let's Play The Elder Scrolls 4 Shivering Isles und das beginnt dann wieder beim ersten Part. Natürlich wird dieser Spielstand fortgeführt, das ist eh klar, aber ich habe mir gedacht, so ist es vielleicht doch besser. Und jetzt haben wir hier eine Abkürzung, jawohl. Gut, ja, also das wollte ich jetzt nur mal kurz sagen und ich glaube, jetzt wäre auch ein guter Zeitpunkt, um diesen Part zu beenden. Weil, ja, ihr seht eh, aha, ich muss da hinten hin. Moment mal, von hier aus gesehen, da runter und darüber, okay. Ist das überhaupt richtig so? Naja gut, da unten habe ich eh schon... Oh, ups. Licht aus, Licht an. So, hier liegt noch so ein Zombie rum. Okay, ja, seht mal, hier geht es nämlich schon in den nächsten Abschnitt nach Miskalkand Selvanua. Und bevor ich da reingehe, wie gesagt, werde ich hier am besten einfach so stehen bleiben. Da passiert mir nichts. Die Gegner sind jetzt alle weg hier in diesem Abschnitt.
Und dann werde ich mich im nächsten Part in den zweiten Abschnitt von Miskakant begeben und dann folgt noch der dritte und dort werde ich dann irgendwann hoffentlich diesen großen Welkenstein finden und mitnehmen können. Also, ich hoffe, wie gesagt, das ist jetzt für alle von euch klar, dass normale Grundspiel und Knights of the Nine werden als ein Let's Play abgehandelt und Shivering Isles kommt dann quasi als mehr oder weniger eigenständiges Let's Play, was dann wieder beim ersten Part anfängt. So ist das irgendwie für mich ein bisschen besser. Also, das nur so zur Info. Danke wieder fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss!